Also ich wollte jetzt erklären, warum Qatar nicht für Innovation, sondern vor allem für Effizienz ist. Nein, Spaß beiseite. Eine Frage ist mir in letzter Zeit immer wieder begegnet, und zwar die Frage, Shopfloor-Management oder Qatar, wer hat recht? Ist mir in sehr vielen verschiedenen Unternehmen begegnet. Und vor allem wird die Frage dann spannend, wenn gleichzeitig zwei Berater im Unternehmen sind und der eine versucht, Qatar einzuführen und der andere versucht, Shopfloor-Management einzuführen. Meistens kommt dann noch ein Dritter dazu, der sagt, also die haben beide nicht recht, was wir eigentlich brauchen, ist Social Canary. Und bestes Vorgehen, alle drei in den Raum sperren, gucken, wer überlebt und dann wird das umgesetzt, was der Überlebende sagt. Also nicht ganz. Und wir werden nachher hören, Markus, von dir, wie ihr damit umgegangen seid. Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen, warum alle drei nicht recht haben. Zunächst mal, wenn wir über Verbesserung nachdenken, eines unserer größten Probleme ist, wir haben keine Zeit. Im Grunde genommen sind wir da gar nicht so anders wie unsere Vorfahren, hier, die das Mammut jagten. Wir beschäftigen uns vor allem mit Beute heute, mit der Tagesarbeit. Und natürlich, dann gibt es den ein oder anderen lauten Rufer in der Wüste, der sagt dann, Mensch, wir brauchen Verbesserung. Und dann schreit alles, keine Zeit. Das heißt, das erste Problem, das wir lösen müssen, wenn wir Verbesserung haben wollen, wir brauchen irgendwie Zeit für Verbesserung. Also nicht nur Beute heute, sondern irgendwie auch Zeit für Vorrat morgen. Und ich habe mir gedacht, weil das mit den Folien so ein bisschen schwierig ist technisch, verzichten wir jetzt einfach auf die Folien und dann machen wir ohne Folien weiter. So, zunächst mal die Frage, wie schaffen wir das denn, mehr Zeit zu haben für Verbesserungen? Ja, dazu müssten wir das Tagesgeschäft, das Jagen des Mammuts, effizienter gestalten. Wie macht man das? Also zunächst mal in unseren Prozessen im Unternehmen gibt es täglich Probleme, die uns davon abhalten, Beute heute zu machen, heute zu liefern. Das heißt, wenn wir die angehen wollen, damit wir Zeit für Verbesserungen haben, müsste das Team vor Ort in der Lage sein, diese Probleme schnell zu erkennen, dann entweder zu lösen oder, falls das nicht möglich ist, zu eskalieren. Genauso auf der nächsten Ebene. Die nächste Ebene müsste in der Lage sein, die Probleme, die eskaliert werden, schnell zu erkennen, zu lösen oder die nicht gelöst werden können, ebenfalls zu eskalieren und genauso weiter. Auf der nächsten Ebene müsste in der Lage sein, Probleme schnell zu erkennen, entweder zu lösen oder weiter zu eskalieren. Wenn man in dieser Art und Weise über das Tagesgeschäft nachdenkt, gibt es eine ganz interessante Kennzahl, die geht folgendermaßen. Welche Problemgröße wird bis auf welche Ebene eskaliert? Das ist hochinteressant. Meistens sind das erstaunlich kleine Dinge, die dann hier landen. Man kriegt das immer in Workshops und Trainings, kriegt man das so mit, wer dann rausrennt für welche Problemgröße. Ich sage immer so, was wir hier eigentlich brauchen, ELE, wir brauchen die ELE-Kaskade, schnelles Erkennen, Visualisierung, Transparenz vor Ort, lösen oder eskalieren. Und welcher Prozess wäre da besser geeignet als Shopfloor-Management, um das zu erreichen? Natürlich, in der Kürze der Zeit gelingt es uns meistens nicht, die Probleme wirklich nachhaltig zu lösen. Wir kompensieren die nur und da geht das Problem los, weil dann kommen wir irgendwie auf die Idee und sagen, Mensch, die Probleme hier, die wir eigentlich nicht gelöst, sondern nur kompensiert haben, die müsste man parallel ja auch nachhaltig angehen, dass sie verschwinden. Und in manchen Unternehmen gibt es dann die Idee, wir teilen einfach unsere Shopfloor-Besprechungen, erst reden wir über die Kompensation und hinterher füllen wir dann für jedes Problem ein PDCA oder ein A3-Blatt aus. Alles, was passiert ist, dass man hinterher Wände voller A3-Blätter hat, aber irgendwie die Probleme werden wieder nicht gelöst. Achtung, wir leben in einer Pareto-Welt.
20% der Probleme machen 80% der Wirkung. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, alle dieser Probleme nachhaltig anzugehen. Das zweite Problem ist, wenn wir über Verbesserung nachdenken, gilt ja genau das Gleiche. 20% der entscheidenden Dinge machen die Wirkung aus, 80% der Wirkung, wir dürfen gar nicht alles angehen. Oder mit anderen Worten, wir brauchen für unseren Verbesserungsprozess eine klare Richtung, auf die wir die Verbesserung ausrichten. Und ich habe das Gefühl und den Eindruck, dass wir sehr oft diese Richtung nicht haben, dass wir Verbesserung vor allem getrieben durch die Probleme, die täglich auftreten, betreiben. Oder mit anderen Worten gesagt, ich habe den Eindruck, dass wir unsere Lean-Bemühungen und mittlerweile sogar auch unsere Kata-Bemühungen vor allem zur Steigerung der Effizienz durch Beseitigung möglichst vieler Probleme im Tagesgeschäft verwenden. Und dass wir dabei vergessen, dass es ja eigentlich darum geht, Durchbruchsziele zu erreichen, die sich aus unserer Strategie ableiten. Eine gute Strategie erzeugt immer ein Dilemma zu dem, was wir heute kennen und können. Nur dann ist es eine gute Strategie und verspricht dabei Erreichen einen Wettbewerbsvorteil. Jetzt, wenn wir diese Richtung haben, die ist natürlich weit weg, dann müssen wir sie in irgendeiner Weise herunterbrechen, meist auf bereichsübergreifende Herausforderungen, aus denen dann wieder jeder Prozess, jeder Bereich seinen nächsten Zielzustand ableiten kann. Und wenn wir das regelmäßig tun, dann entsteht so wie der Pulsschlag der Verbesserung. Ich nenne das immer den Herausforderungsgenerator, denn wir wissen ja, das Setzen und Kontrollieren von Standards führt nicht zu Nachhaltigkeit und Kontinuität. Nur das ständige Anstreben einer nächsten Herausforderung stellt sicher, dass wir wirklich kontinuierlich besser werden. Und dann brauchen wir natürlich, wenn wir diesen Zielentfaltungsprozess im Unternehmen implementiert haben, brauchen wir natürlich einen Verbesserungsprozess, um diese Ziele zu erreichen. Und hier arbeiten wir mit der Kata. Warum das? Naja, in den Prozessen, die in Richtung der Zielzustände entwickelt werden sollen, durch die unbekannte Zone hier mit Experimenten, die Hindernisse aus dem Weg räumen, bis wir den Zielzustand erreichen, gibt es natürlich eine Menge unbekannter Dinge, zu denen wir heute die Lösung noch nicht kennen. Deshalb brauchen wir Menschen mit der Fähigkeit, diese Hindernisse experimentell und wissenschaftlich anzugehen. Oder mit anderen Worten, diese Menschen sollten natürlich mit der Verbesserungskata arbeiten. Damit sie das lernen, brauchen wir Coaches, die umgekehrt das Arbeiten, das wissenschaftliche Denken und Handeln mit der Coaching-Kata anleiten. Und dann werden wahrscheinlich die meisten so denken, naja, und dann brauche ich natürlich jemand, der hier diesen Coaches beibringt, wie man coacht. Ja, Achtung, vielleicht müssen wir auch da mal mit einem Missverständnis ein bisschen aufräumen. Verbessern und Coachen ist nicht nur eine Frage der Ebene ganz nah am Prozess, sondern jeder ist immer Verbesserer und Coach. Warum das? Dieses Team wird hier anfangen, einige Probleme im Prozess aus dem Weg zu räumen, Hindernisse zu beseitigen. Sie werden dann aber merken, dass sie hier auf Hindernisse stoßen, deren Ursache eine Ebene höher liegt. Wessen Aufgabe ist es, diese Hindernisse zu beseitigen? Ebene hier. Welche Vorgehensweise sollten Sie dabei anwenden? Ja, die Verbesserungskata in der Rolle des Verbesserers. Damit Sie das lernen, brauchen Sie einen Coach, der wendet die Coaching-Kata an. Auch hier werden wir wieder Hindernisse entdecken, die wir auf dieser Ebene lösen können. Wir werden aber auch Hindernissen begegnen, die ursächlich nur auf dieser Ebene zu lösen sind. Welche Vorgehensweise sollte dann hier angewendet werden? Wieder die Verbesserungskata. Und natürlich brauchen wir hier auch jemanden, der das coacht. Mit anderen Worten, den dritten Prozess, den wir brauchen, ist die KVK, die kontinuierliche Verbesserungskaskade. Und das sind drei Prozesse, die aus strategischer Sicht in allen Unternehmen notwendig sind. Wie beruhigen wir das Tagesgeschäft so, dass wir Zeit für Verbesserung haben? Was sind unsere strategischen Durchbruchsziele und wie können wir sie bis auf die Prozessebene herunterbrechen? Und wie gehen wir dann mit einer gestaffelten Kaskade vor, um diese Ziele auch tatsächlich zu erreichen? Und Markus, du wirst uns jetzt ein bisschen erzählen, wie ihr das gelöst habt. Selbstverständlich. Vielen Dank.